Letzte Woche war eine erfolgreiche für das BC Vienna Team. Die Burschen von Trainer Radanovic holten sich sowohl den Sieg im Alpe Adria Cup als auch in der Win-Today Basketball Superliga. Nach dem Auswärtsspiel gegen den UBSC Graz kehrte das Team mit einem Endstand von 90-75 erfolgreich heim. Von Anfang an war unser Ziel einfach zu gewinnen. Wir haben ihren besten Scorer Zach Cooks komplett aus dem Spiel genommen. Er hat nur 7 Punkte gemacht. Und wir haben einfach als Team Defense gespielt und das hat dann zu einer besseren Offense geführt. Man hat von Anfang an gemerkt, dass wir einfach dominiert haben und so haben wir das dann zu Ende gespielt. Diesen Sonntag steht für die Burschen des BC Vienna das Rückspiel gegen die Bulls aus Kapfenberg an. Beim Auswärtsspiel Anfang November musste das Team von Coach Radanovic eine knappe Niederlage einfahren. Ich glaube, letztes Mal hat einfach die Chemie noch nicht so ganz gepasst, weil es relativ am Anfang der Saison war. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall bereit für die Mannschaft. Somit ist klar, dass das BC Vienna Team beim Heimspiel diesen Sonntag alles geben wird, um das letzte Spiel gegen die Bulls wieder gut zu machen. Ich weiß nur, dass sich ein Spieler von Kapfenberg verletzt hat, einer der Besten. Und die haben jetzt einen neuen Legionären geholt. Und wir werden die Mannschaft auf jeden Fall nochmal analysieren und uns anschauen, gegen wen wir was machen müssen. Und so werden wir es versuchen umzusetzen. Durch gute Defense kommt dann auch gut bessere Offense. Und so können wir gegen sie gewinnen. Die Wiener Basketballfans können sich auf ein spannendes Duell freuen, denn eins ist klar, für den BC Vienna kommt nur ein Sieg in Frage.